Servus Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, nach einem Tag Pause bin ich jetzt wieder mit einem neuen Video am Start. Und heute spielen wir einfach mal zwei Rivals-Partien und mal schauen, ob wir gewinnen oder nicht. Mit meinem neuen Team natürlich. Und für alle, die mein neues Team noch nicht kennen, schaut jetzt hier oben rechts in die Infokarte rein. Dort könnt ihr mein Video abchecken, da habe ich euch mein Team vorgestellt. Und ja, hier ist es jetzt nochmal. Ich habe jetzt aber auch noch hier die Taktiken nochmal umgestellt. Ich bin jetzt hier, also bei ausgeglichen, habe ich eigentlich nur auf zurückfallen lassen gestellt. Bei defensiv habe ich dann auf die 4-2-3-1 gestellt. Ihr könnt es ja mal alles anschauen. Ist eigentlich alles fast normal. Hier habe ich ein bisschen was getan und hier. Die Aufstellung ist die 4-2-3-1 und die Anweisungen, ich denke mal, die sind jetzt hier nicht so interessant. Ich kann es ja mal hier kurz durchgehen. Also auf jeden Fall, falls ihr das nochmal ausführlich erklärt haben wollt, schaut euch einfach mal das Video vom lieben Bene an, also dem Salzer. Ist ein E-Sportler von Wolfsburg. Und ja, die Rollen haben wir hier nochmal. Und dann habe ich hier noch bei der offensiven Aufstellung was geändert. Ja, hier Pressing nach Ballverlust und noch hier ein bisschen rumgeschraubt. Die Aufstellung ist die 4-1-2-1-2, die zweite. Und hier nochmal die Anweisungen. Für alle, die es interessiert, schaut einfach mal das Video an. Und da würde ich einfach mal sagen, wir gehen gleich mal in das erste Spiel rein. Natürlich hier schön im Hertha-Trikot und dann schauen wir uns jetzt mal das Team vom Gegner an, wenn der mal auf Weiter drücken würde. Das tut er auch und jetzt sehen wir hier sein Team. Eieiei. Rivaldo, Nesta, Marcelo als LM. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Team. Bei Icons, ich habe nur eine, aber trotzdem, hier kommt es jetzt auf Spielerische an. Ach, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ey, das ist der erste Angriff. Zweite Minute gespielt. Direkt sein Tor, Mann. Komm, Thomas Müller. Was eine Chance, Alter. Was? Das ist ein Witz. EA, Dame. Oh, ja. Ho! Ich habe jetzt einfach nur noch Kreis gedrückt, Mann. Let's go. Komm, ey, wäre das kein Tor mehr gewesen, Alter, dann hätte ich die Controller so... Ey, das waren 300-prozentige innerhalb von wenigen Sekunden. Ja! Ist es Götze? Das ist Götze, oder? Ja! Komm, Mario, komm! Komm! Oh, Mann, ich hasse solche Tore. Solche Tore sind so scheiße. Wisst ihr warum? Weil du willst ja den Verteidiger steuern. Und der hebt halt dann das Abseits auf. Und dann bist du halt alleine mit dem. In einem 1 gegen 1. Und der Gegner ist natürlich schneller. Und die Pässe, die sind so asozial scheiße nach diesem Drecks-Patch, Mann. EA, verbessert euer Drecks-Game. Was ich auch sehr oft sage, ich bekomme fast keine einzige Minute von der Nachspielzeit. Das soll sich ändern, das soll sich mehr ausgleichen. Der Gegner bei 3 Minuten Nachspielzeit, der bekommt alle 3 Minuten für sich. Aber ich bekomme keine einzige Chance in diesen 3 Minuten. Nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Nein, EA, nein! Das Tor ist leer. Ja, aber den macht er natürlich. Mann, EA! EA! EA, das ist so ein Krampf-Game. Oh mein Gott. Nein, ich zeig euch jetzt mal, wie dieses Tor herausgespielt wurde. Wie mein Van Dijk so nach vorne lief, Mann. Das muss man sich mal anschauen, wie EA dieses Spiel manipuliert, Mann. Das ist unnormal. Und unfair oben drauf noch, Alter. Hier, Mann, spielt doch nicht den Gegner an, sondern deinen Mitspieler. Ja, Mann! Der ist schon gut, Mann! Er macht jede Chance! Dieser Hurensohn! Ja, Mann! Push dich! Push dich, Mann! Ich liebe dieses Spiel! Wuhuhu! Rebic, du geile Sau! Boots, Digga! Ja... 4-4, GG an den Gegner, er hat wirklich nicht schlecht gespielt, muss man lassen, oder muss man ihn lassen, aber meiner Meinung nach hatte da wirklich EA die Finger im Spiel.
Also schaut euch diese Tore mal an. Schaut euch das mal an. Ich bin ehrlich, in diesem Spiel habe ich die hässlichen Tore geschossen. Sonst schieße ich immer die schönen. In diesem Spiel, okay, ich bin ehrlich, er hat jetzt auch nicht die schönsten geschossen. Hier mein Rebic hat ein Tor geschossen. Also Rebic ist wirklich zu empfehlen. Der lässt sich wirklich nicht schlecht spielen. Hat jetzt fast schon 10 Tore, glaube ich, oder so gemacht bei mir. Aber ich muss schon sagen, der hat wirklich nicht schlecht gespielt. Da war einfach EA wirklich einfach nur scheiße. Also muss man schon sagen, EA, in diesem Spiel gerade habt ihr wirklich scheiße gebaut. Ja, und dann gehen wir einfach mal rein ins nächste Spiel. Für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, ich spiele jetzt immer auswärts, weil ich irgendwie da öfters gewinne. Ich habe irgendwie 4 Heimspiele gespielt hintereinander und habe alle verloren. Und jetzt bekommen wir hier so ein Team. Nein! Nein, hat er nicht gemacht! Oh mein Gott, wie dreckig ist sowas! Wie viel Glück man haben muss! Wie viel Glück man haben muss, dass der nicht im Abseits steht! Jetzt erstmal wieder beruhigen, Mann. Jetzt erstmal. Ja, das meine ich. Ich stehe immer noch auf Defensiv. Ich stand 1-0. Jetzt steht es 1-1, obwohl ich immer noch auf Defensiv bin. Ich muss sagen, Salzo Abene, hast du wirklich gut gemacht. Also, die Taktiken sind wirklich geil. Ich habe jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, so 8 Spiele ungefähr. Habe ich schon mit den Taktiken gemacht. Ich habe fast alle gewonnen, bis auf das davor. Und dann habe ich noch 1 verloren und 1 unentschieden. Sonst habe ich alle gewonnen. Obwohl, ich glaube, 1 habe ich anstatt ein Unentschieden auch noch gewonnen, ja. Aber eigentlich bin ich nicht so der Taktiktyp. Also in Real Life schon, da schaue ich schon gerne mal so, wie man Taktiken machen kann. So in FIFA, da ist mir das eigentlich egal, weil es kommt ja einfach nur aufs Auge eigentlich nur an. Wo du musst halt sehen, welcher Spieler gerade so gut in Position steht. Da ist mir persönlich auch egal, wie hoch deine Viererkette oder Dreierkette oder Fünferkette steht. Ich will einfach nur wissen, wo mein Spieler ist. Rebic, Junge, du bist eine Maschine, Alter! Come on! Danach geben wir auf jeden Fall noch die Statistiken von meinen Spielern durch, weil der Rebic, der ist einfach ein Monster, der ist ein Gott. Ein Gott ist der junge Mann. Holt ihn euch. Ihr könnt auch seine Euroleague-Karte holen. Aber sein Inform ist schon geil, Mann. Der ist so gut. Bin ehrlich, Abstöße, die sind einfach asozial scheiße gemacht. Ich find's zwar cool, so eine Perspektive, die so das ganze Stadion filmt. Von der Abstoßgenauigkeit ist es wirklich das Schlimmste, was sie machen haben können. Weil du einfach... Vor allem, da ist kein Pfeil, wo du schauen könntest, ja, vielleicht geht der wirklich dahin. Sondern du musst es wirklich so... Ja! Komm! Komm, Davis! Davis, der ist auch eine Maschine. Boah, richtig. Hier! Oh mein Gott, wie dreckig. Nein. Ach, EA. EA, euer Spiel. Schaut euch das mal an, was macht dieser Alisson? Dieser Alisson ist der schlechteste Keeper, den ich auf Erden gesehen habe, Mann. Schaut euch das an, der wirft dem Gegner den Ball in die Füße. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, nee, es ist 90. Minute. Natürlich muss dieser Hurensohn noch ein verficktes Tor schießen, weil es ja so bestimmt ist und es ja unentschieden ausgehen muss, Mann. Hab ich nicht genutzt bekommen, Mann. Ich hab keine Minute bekommen. EA, schaut euch das mal an, Alter, Mann. Der war so scheiße, der hatte 4 Chancen, hatte natürlich alle reingemacht, weil der so gut war, Mann. Ich checke dieses Drecksgame nicht, Mann. Ey, Mann. Und jetzt kommt noch das Beste. Ich spiele unentschieden 26 Punkte. Okay, normalerweise sollte man sowas bei einer Niederlage bekommen, aber 11 ist ja voll viel für eine Niederlage. Ey, Mann. Und dann das... Aber ich bekomme Minuspunkte bei einem Unentschieden. Bei einem fucking
Unentschieden. EA, das ist ein Unentschieden. Bekommt man etwa auch in der Liga Abzug, wenn man unentschieden spielt? Nein, weil EA einfach noch nie was vom Wort Fußball gehört hat. Ey, ich weiß, es war jetzt eine Rage-Episode, aber das muss einfach mal kommen, sowas. Schaut euch mal wirklich die Gameplays an, die EA hier rausbringt. Die sind wirklich einfach nur scheiße. Spielt dieses Spiel mal am Tag so 2 Stunden am Stück und ihr werdet es nicht schaffen, diese 2 Stunden ohne Rage durchzuhalten. Niemals. Ich nehme jetzt 45 Minuten auf und ich habe, glaube ich, 100-mal Beleidigungswörter gesagt oder keine Ahnung, Schimpfwörter, keine Ahnung, einfach Wörter, die man nicht sagen sollte. Aber dieses Spiel zwingt einen einfach dazu. Ja, haut einfach rein. Wir sehen uns irgendwann wieder. Vielleicht morgen oder übermorgen. Ich versuche mich noch für die Weekend League zu qualifizieren. Ich denke mal, das schaffe ich eher weniger. Aber ich versuch's und werde ich versuchen. Hat schon verloren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.